Wird die private Krankenversicherung nach der Bundestagswahl 2021 abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hat die letzte Stunde der privaten Krankenversicherung als Krankenvollversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung geschlagen? Das ist ein Thema, was uns schon seit vielen Jahren beschäftigt, die Existenzfrage der privaten Krankenversicherung als Krankenvollversicherung, nicht als Zusatzversicherung in der Krankenversicherung. Rund 70% aller Deutschen sind für die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des ZDF. Der Wunsch, dass es endlich zu einer einheitlichen Krankenversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung kommen soll, wird immer noch standhaft von der CDU und auch von der FDP ignoriert. Nach deren Willen, so hat es zum Beispiel Kanzlerkandidat Armin Laschet klar gesagt, gibt es eine solche Einheitsversicherung nicht, zumindest nicht für ihn. Hingegen die SPD, die Grünen, die Linke und auch, wenn ich es richtig interpretiere, so steht es im Parteiprogramm der AfD geschrieben, die wollen eine Bürgerversicherung haben. Damit hätte die letzte Stunde der PKV geschlagen, wenn es am 26.09.2021 zu einer Koalition der SPD und der Grünen kommen sollte. Wir wissen es ja heute noch nicht. Die SPD ist in der Forderung der Einführung und dem Übergang von der privaten Krankenversicherung noch viel weiter, als die Grünen es fordern in ihrem Positionspapier aus März 2021. Aus meiner beruflichen Praxis als Rentenberater und Rechtsanwalt von rentenbescheid24.de ist erkennbar, dass viele Privatkrankenversicherte, also die eine Krankenvollversicherung haben, schon jetzt oder auch in der Zukunft nicht mehr in der Lage sind, die hohen monatlichen Beiträge in der PKV zu zahlen. Die Prämiensteigerungen in der privaten Krankenversicherung sind eine Folge der Demografie, des technischen Fortschritts, damit auch der steigenden Kosten im Gesundheitssystem und auch dem Umstand zu verdanken, dass in der privaten Krankenversicherung es eine Renditeerwartung durch Aktionäre gibt. Was möchte ich sagen? Ich möchte auf keinen Fall verteufeln, dass die PKV etwas Schlechtes ist, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass wir uns aus den genannten Gründen eine Zweiteilung in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr erlauben können. Der demografische Faktor wird uns dazu zwingen, dass wir eine Bürgerversicherung über kurz oder lang haben müssen. Die Bundestagswahl steht am 26.09.2021 an. Jeder von Ihnen kann mit seiner Stimme dafür sorgen, dass es in Zukunft eine Bürgerversicherung in Deutschland in der KV, also in der Krankenversicherung und auch in der Rentenversicherung geben kann. Meine Bitte an Sie, gehen Sie bitte zur Bundestagswahl. Näheres zum Thema Bürgerversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.